herzlich willkommen zur 121. Folge von Forza Horizon 4 und endlich mal wieder ein neuer BMW hier im Spiel. Und zwar in der Frühlingsseason hier kommt der BMW Z4 ins Spiel, und zwar der Generation G29, was die dritte in der Z4-Baureihe wäre. Und ich bin sehr happy drüber. Dann gibt es auch, glaube ich, als Belohnung für den Monatsrivalen, das müsste auch bald ausgelöst werden, aber jetzt auch hier im Frühling als Bonus für Erreichen von 50% der Festivalspielliste. Das finde ich mal cool. Und für 80% gibt es dann den BMW M3 GTR, der E46er Baureihe. Endlich mal so ein neuer BMW hier im Spiel. Natürlich, wir hatten schon durch Forge Island den M5 F90. Aber sowas finde ich auch mal ganz cool. Finde ich ein sehr, sehr geiles Teil, wie ich finde. Ein sehr schickes Teil. Ich bin ja generell ein Fan vom Z4. Ist ein sehr schöner Roadster, finde ich. Aber die neue Generation, Alter. Ich finde, die sieht also richtig geil aus. Auch hier in der Farbe. Das ist, glaube ich, auch so eine Sonderfarbe jetzt bei BMW. Mit der First Edition. Das finde ich sehr, sehr geil. Kann man auch das Dach vielleicht mal zumachen? Das wäre ganz cool. Man sieht, ein Roadster ist das mit Stoffhelleck. Okay, Dach geht leider nicht zu. Egal. Bevor ich irgend noch etwas weiteres labere, geht es natürlich direkt auf meine Teststrecke. Die Rundenzeit des Z4 ist eine 2 Minuten 53,874. Man müsste sich der Wagen zwischen dem Alfa Romeo 80 Competizione und dem Infiniti Q60 befinden. Ich muss sogar sagen, ich hätte mir von der Zeit ein bisschen mehr erhofft. Also es hat sich schneller angefühlt, dass sich der Wagen relativ gut fahren lässt. Eher den Kurven, leichtes Problem, und zwar wenn du in schnellen Kurven die Vollgas fahren kannst, dann kann das Heck leicht ein bisschen ausbrechen. Logischerweise ein Hecktriebler, ne? Ist klar, BMW. So, da kommt das Heck, finde ich, manchmal ein bisschen schnell. Weil der Wagen hat doch gar nicht mal so wenig Leistung. Der Wagen hat eigentlich 340 PS. Da wir hier im Spiel aber die US-Version haben,
haben wir 385 PS. Ich meine, habe ich jetzt natürlich nichts dagegen, vor allem, weil 100 ist mit der normalen Version 4,6 Sekunden, mit der US-Version, habe ich gelesen, 4,2 Sekunden. Natürlich finde ich mehr PS geiler, also warum nicht? Warum es die US-Version ist, naja, weiß ich jetzt nicht. Ist mir jetzt eigentlich auch ziemlich egal, wir haben jetzt mehr Leistung. Aber es ist nicht falsch und von Vorteil, es ist schon richtig so. Die US-Version hat mehr Leistung. Das ist kein irgendwie Schreibfehler oder so, das ist so. Der Drehmoment, ich meine, habe ich ja gut 500 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon, das ist amtlich. Für so ein Auto. Würde ich in so einem Auto nicht erwarten. Ich meine, das Ding hat mehr Drehmoment hier als ein GT3 RS. Na gut, ne? Kann man machen. So, wir haben hier noch Heckantrieb. Gewichtsverteilung perfekt 50-50. Ich habe gelesen, das Verdeck kann sich binnen 10 Sekunden öffnen und schließen. Also 10 Sekunden öffnen und 10 Sekunden wieder schließen. Das ist schon schnell, finde ich. Ich glaube, bis 50 km/h, das ist ja normal. Ich meine, ich glaube, kein Mensch will sein Verdeck bei 200 km/h öffnen und schließen. Wird auch, glaube ich, ein bisschen schlecht gehen. Durch den Wind. So, motortechnisch. Hier geht ein 4 Liter V8 rein, Alter. Aus dem M3 E92. Dann, okay, natürlich so ein V8. Und oioioioioi. 5 Liter V10 aus dem M5 oder M6, E63 und E60. Alter! Dann bleiben wir beim Serienmotor, natürlich rein 6 Zylinder. Twin Scroll Turbolader. Das passt so. Was ich geil finde, der Wagen hat eine serienmäßige 8-Gang-Automatik. Den gibt es auch nur in einer Motorisierung, wahlweise mit Handschalter. Also serienmäßig bei allen Modellen. 8-Gang-Automatik, bei einem Modell, glaube ich, beim schwächsten mit 190 oder irgendwas PS. Da gibt es auch optional noch eine 6-Gang-Handschaltung. Ich meine, 8-Gang-Automatik, warum auch nicht? Okay, Spoiler machen wir auf jeden Fall nicht. Für das Heck geil. Was der Heck auch hat, und zwar die Rückleuchten, haben noch OLED-Leuchten. Boah, sieht schon sehr geil aus. Ich fand den Vorgänger schon, den fand ich gut, aber der hier ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Weiterentwicklung. Oder, ne? Ihr versteht, was ich meine. Ich finde den optisch halt sehr, sehr ansprechend. So, die Bremsen lasse ich mal so, weil die roten Bremssättel, also die Außenfarbe will ich so lassen, dieses Orange. Der First Edition. Aber da die roten Bremssättel, sieht halt kacke aus. Das ist mir auch die bessere Bremsleistung nicht wert, aber. Ah! Ihr wisst, ich mache mal den Busmodus raus. Wobei, ich glaube, ich werde ihn so vielleicht sogar nicht ganz tief legen, weil so ist er mir vielleicht noch einen Ticken zu tief. Auf jeden Fall muss die Spur breiter, weil das geht ja mal gar nicht. No, gut 1,5 Tonnen wiegt das Ding hier. Ja, also 1,4 Tonnen sind noch in Ordnung. Ich glaube, leistungsmäßig werde ich vielleicht sogar in der A-Klasse bleiben. Also mehr Motorleistung. Ja, wir gucken mal. Ich gerne eine bessere Reifenmischung. Okay, der hat schon Sportreifen. Wir könnten dann auf Rennreifen gehen, aber eigentlich, bei so einem Ding passen eigentlich keine Rennreifen. Vom Auto her. Aber ein bisschen breitere Schlappen, das geht schon. Obwohl die gar nicht mal so schmal sind. Nochmal 2,65er vorne und hinten kriegt er 2,95er. Ist, glaube ich, ganz akzeptabel. Felgen gehen leider nicht größer. Ja, das geht noch. Hinten sowieso. Spurbreite passt jetzt soweit. Die Felgen würde ich gerne wenig ein Zoll größer machen. Geht leider nicht. BMW-Felgen generell, die gefallen mir sehr gut. Die würde ich auch so lassen. Da sehe ich keinen Verbesserungsbedarf. Na, Reifenmischung. Na komm, nee, komm, Sportreifen reicht doch bei so einem Ding. Ja, vielleicht ein kleines bisschen mehr Leistung. Was bringt denn der Turbolader? Okay. Ein kleines bisschen mehr Leistung. Ja. Nein, wir machen es so nicht. Ich will wirklich nicht viel mehr Leistung. So, gucken wir mal. Rechnen wir mal kurz. Also Serie so rund 385, 387 PS. Die US-Variante. Und jetzt hat der 316 mal 1,36. Rund 430 PS. Ich denke, das reicht. Das ist ein Auto auf jeden Fall.
mir schon mal gesagt, dass ich den optisch sehr geil finde. Also wirklich BMW. Muss auch echt sagen, optisch hat sich bei BMW in den letzten 10 Jahren einiges getan. Zum positiven Sinne. Jetzt auch den Z4, den finde ich sehr, sehr. Er sieht sehr böse aus, sehr sportlich, aggressiv. Das gefällt mir. Genau so will ich das haben. Auch sehr, sehr geile Farbe, ich finde. Farbe lasse ich heute auch so lassen. Kleines bisschen Bling Bling geht auch. Schönes Teil. Echt geil. Durch passenderweise Regen. So. Vorteil, ich sehe, dass es mal an der Zeit ist, das Fleck zu schließen. Geht aber nicht. Du hast halt da mitzunehmen, ne? Genau, wenn der Kofferraum zu klein ist, macht man einfach sein Holzleiter einfach hier auf die A-Säule drauf. Auf die Scheibe. Das geht doch viel besser. Geiles Teil, ey. Oh, schöne Rückleuchten. Das Ding sieht wirklich sportlich, schnittig aus. Schöne Motorhaube. Das schöne BMW-Grill vorne. Wirkt ziemlich groß, habe ich aber ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich muss sagen, mir ist der Wagen ein kleines bisschen zu tief. So. Es kommt bei mir selten vor, dass ich sowas sage. Aber tatsächlich, mir ist der Wagen ein wenig zu tief. Und das muss schon was heißen. Deswegen kann alles. Wir haben genug Gänge zur Verfügung, also können wir auch alles ein bisschen kürzer machen. Gerne auch noch ein bisschen kürzer als Serie. Muss dann natürlich auch schon relativ kurz ist, zumindest die ersten Gänge. Nachher so Gang 6, 7, 8 ist schon eher lang übersetzt, halt, ne? Spritsparend und so. Aber eigentlich ist das so generell, finde ich, so ein bisschen halt so ein Widerspruch. Ich meine, wenn man spritsparend fahren will, kauft man sich eigentlich kein Z4. Natürlich verbrauchstechnisch geht das noch. Noch deutlich schlimmere Autos. Aber natürlich ist halt jetzt ein Z4 nicht gerade prädestiniert dazu, um spritsparend durch die Gegend zu fahren. Also bei welchen Supersportwagen oder bei welchen krassen Sportwagen. Ey, unser 6,2 Liter Motor verbraucht nur 12 Liter. Ja, ist vielleicht für diesen Motor gut, aber dann auch natürlich scheiße viel. Das ist halt spritsparend eher so. Ich würde sagen, es geht eher darum, um etwas komfortabler zu fahren, dass der Motor nicht so laut ist, ein wenig ruhiger ist. Das würde ich sagen, das da würde ich mitgehen. Ich würde aber nicht sagen, spritsparend. Weil, also generell ist immer so, spritsparend, dein Verbrauch über 10 Liter oder sowas, ist irgendwie so ein Zusammenhang, der gibt so nicht so ganz so viel Sinn. Finde ich schön, wenn man darauf achtet, ein bisschen auf den Verbrauch. Dann soll man sich aber irgendwie keinen fetten Sportwagen holen. Also, das macht dann irgendwie leider nicht so viel Sinn. So. So. Ungefähr. Auch die ersten Gänge müssen schön kurz sein, schön knackig. So, wie er starten kann. Ja. Also der erste Gang nur zum Anfahren. Ne, reicht ja auch. Regen hat aufgehört zum Glück. Sound finde ich geil. Das ist, glaube ich, die Sounddatei vom M4 GTS. Mich jetzt nicht ganz irre. Schaltung ist super. Fällt mir echt sehr, sehr gut. Schallsound, der gefällt mir. Topspeed ist irgendwie so bei, glaube ich, 280 war das so, oder 250 abgeriegelt, aber sofort habe ich so 280, 290 fährt das hier schon.
Schon echt gut. Ja, echt geiles Teil. Oh. Hat mich gerade gekonnt. Also da vorbeizufahren. Ich denke, ich würde sogar mal gerne die Rennreifen ausprobieren. Jetzt gerade, ich kann mal kurz gucken, 0 auf 60 Meilen. Und 4,2. Hat sich jetzt im Vergleich zur Serie nichts großartig geändert. Unter Umständen sogar minimal verschlechtert. Ich mache mal die Rennreifen drauf. Dann sollte 0 auf 60 Meilen sicherlich unter 4 Sekunden liegen. Ich stecke dann auch 0 auf 100 km/h. Das ist dann, denke ich mal, auch unter 4 Sekunden. Das nimmt sich ja jetzt nicht so viel. 0 auf 60 Meilen, 0 auf 100 km/h, das sind vielleicht, weiß ich nicht. Das ist kein Riesenunterschied. Das sind vielleicht 0,2, 0,3 Sekunden. Natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Auto. Bei so einem Auto macht das eher weniger, eher einen geringen Unterschied als jetzt bei meinem Corsa. Da würden auch die 3 km/h schon einen Unterschied machen, der merkbarer wäre. So, ich kann Rennreifen. Oh, 3,6 Sekunden. Topspeed so ungefähr 300, ja, über 300. Würde ich, glaube ich, in dem Wagen nicht so gern fahren, offen. Ich finde, wenn das Verdeck eher zumachen, glaube ich, nicht ganz so geil, 300 km offen zu fahren. Auch so leichte Windgeräusche, wahrscheinlich. So ganz leichte. So. So. Nochmal starten. Oh ja. Alter, der Wagen am Anfang. Direkt im ersten Gang kann ich nach einer sehr kurzen Zeit schon Vollgas geben. Und dann hat der Wagen direkt Grip. Das ist geil. So. Natürlich will ich auch mal ein Rennen fahren damit. Mal Kolossus ausprobieren. Könnte man ja eigentlich mal machen, ne? Erst mache ich ein richtiges Rundstreckenrennen. Ich könnte mal die Strecke nehmen, und zwar die von Forza, die Strecke. Nicht jetzt meine eigenen, da habe ich ein paar erstellt. Den Startpunkt hier. Und die normale Strecke von Forza, so wie man sie eigentlich kennt. Und nicht meine verrückten Varianten. So. Mach nur so. Keine Ahnung, ich mach mal 4 Runden vielleicht. Ja, bla bla. Hier. Plus ein Modern Sports Cars, da wo auch der 992 ist. Genau, ja, nein, das wollen wir nicht. Wir nehmen mal die normale Variante. Ne, jetzt haben wir Frühling. Das passt soweit. Ja. Oh, wie böse auch die Scheibenwerfer. Aber der Tag war ich dann. Oh, das sieht echt gut aus. Das hat mir wirklich gelungen, finde ich. Also vor allem, das sieht auch, finde ich, sehr elegant aus. Elegant, sportlich. Auch nicht zu aufdringlich, nicht zu böse. Oh, die Nieren. In dem Grill. Oh. Im Schwarzen. Das ist schon geil, ne? Porsche. Das wird sich angenehm. Ich glaube, man hätte nur noch ein bisschen aufpassen. Man kann am Kurvenausgang, wenn man lenken muss, nicht ganz voll was geben. Das soll noch ein bisschen Gas dosieren. Jetzt muss der Wagen trotzdem noch mit dem Heck quer. Ist aber auch nicht so schlimm, finde ich. Ich will auch ein bisschen Emotion haben im Auto.
nicht langweilig, der macht alles perfekt. Kann cool sein, aber würde ich auch nicht zu oft haben. Dass der Wagen einfach immer irgendwie perfekt ist. Finde ich auch nicht ganz so geil. Trotzdem verkackt. Fährt sich sehr gut. Sound gefällt mir auch. Ich ja Rad Audi. Mit dem süßen Vierzylinder. Das würde mich sehr über den aktuellen TTRS freuen im Spiel. Oder ein RS3. Mit beidem Fünfzylinder. Finde ich auch sehr geil. TTRS, RS3. Sehr schöne Autos. Leider nur den TTS im Spiel, den aktuellen, den alten RS3. Der ist aber optisch, naja, nicht so geil. Ich finde, das wird mir alles da ein bisschen zu rund. Den alten Audi ist auch so, was ich so, und die älteren, alten so RS4 und sowas, RS5, auch RS6. So diese Generation, die sehen mir alle so ein bisschen zu rund aus, ein bisschen zu, ja, so ein bisschen weich gespült. Irgendwie so, sieht überhaupt nicht sportlich, nicht so aggressiv aus. Bei BMW allerdings nicht so genauso. Vor allem jetzt so M3, so E92, das ist mir, sieht nicht so sportlich aus, finde ich. Der sieht in M4 schon deutlich brutaler aus. Nein, Tom, jetzt nicht. Bremsen fallen mir noch nicht so ganz. Kann sein, während diese Folge rauskommt, bin ich gerade wahrscheinlich im Urlaub. Also bin ich ja bei Kai, bin ich da auch mit Marc. Treffen wir auch an einem Tag noch Silas dazu. Das ist quasi so die ganze Stammgruppe mal vereint. Ganz cool, glaube ich. Also nicht mal, falls jetzt auch demnächst nicht ganz so viele Videos kommen. Vielleicht sogar mal wieder eine halbe Woche oder eine Woche Pause zwischen. Weil ich kann logischerweise nicht aufnehmen, wenn ich nicht zu Hause bin. Das wird da ein wenig schwierig. Ich produziere jetzt halt normal meine Videos und dann halt am nächsten Wochenende logischerweise nicht. Videos mache ich ja immer am Wochenende. Dann nächstes Wochenende gar nicht da. Also kann sein, nicht wundern. Aber jetzt vom Frühling wird es vier Videos geben. Und die Autos werden auch allesamt auf der Teststrecke ausgefahren. Kann ich auch schon mal sagen. Da sind schon ausgefahren. Habe ich gestern schon gemacht alles. Gestern am Freitag. Gestern war der 5. April. Freitag, und da habe ich schon alle Autos gefahren. Alle vier. Hat was. Ich finde, die Rückleuchten haben so ein bisschen was. Ein bisschen was vom Lexus LC. Weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie. Auch noch Colossus. Ach komm. Scheiß auf die Zeit. Ist halt ein bisschen länger. Will mal Colossus probieren. Was ich auch mal mache. Regen. Nee. Da muss ich aber los. Auch nicht regennass. Was ich aber gleich mal machen werde. Ich werde einfach mal die Schwierigkeit höher stellen. Ich glaube wieder auf Profi. Gucken, wie es dann so läuft. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen. So. Einfach mal probieren. Nein. So nach oben, Fabian.
Start war schon mal eigentlich ganz gut. Oh, schöne Kurvenlage. Ja, Porsche, schön, dass du da bist. Was dann da vorne noch schön ist. Noch ein Porsche oder? Das schmale Rückleuchten. Was da? Sehr geiles Auto. Natürlich auch relativ günstig. Das ist ein Z4 natürlich deutlich teurer, was das Ganze angeht. Aber auch deutlich geiler. Zum Beispiel den schmalen Geldbeutel. Wenn man es nicht ganz so sportlich braucht, ist das völlig in Ordnung. Und auch ein eher vernünftigeres Auto. Ich glaube, Mazda, da verbraucht, weiß ich, 6 Liter oder so von 100 Kilometer. Also nicht 6,5 Liter. Das geht ja noch. Das ist nicht so Autofest hier eine Spritschleuder oder sowas. Natürlich kann aber der Mavic 5 sagen. Der will vielleicht auch nicht so ganz, aber ich meine, der verbraucht eher schon höher bei dem Ding hier. Die auch einen viel größeren Motor. Und nicht mehr Leistung. Naja. Aber Z4 ist noch ein relativ vernünftiges Auto. Boah. Oh ja. Bremsen gefallen mir noch nicht so ganz. Die kommen, glaube ich, nicht ganz so gut zu. Ich weiß gar nicht, ob es Stahlscheiben sind oder gewohnt Keramikbremsen. Ich glaube, beim M4 gibt es das ja auch als Option. Die Serie sind ja trotzdem nicht. Keramikbremsen. Beim Z4 weiß ich es nicht, die Serie sind. Also wie sie es an. Also die Bremsleistung fühlt sich nicht ganz so gut an, das muss ich echt mal sagen. Das fällt mir jetzt negativ auf, also die Bremsen gefallen mir nicht so. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, weil der Wagen, der ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Also wenn wir jetzt hier, weiß ich, 1,4 bis 1,5 Tonnen. Ich wäre schöner, wenn der Wagen ein bisschen noch leichter wäre. Weil natürlich generell so Roadster Cabrios sind natürlich schwerer als die Coupés. Müssen wir mal gucken, was die Supra wiegt. Weil die neue Supra soll ich MK5 sein. Und der aktuelle Z4 basieren ja auf der gleichen Plattform. Oder teilen sich die gleiche Plattform. Ich habe ja auch eine Kooperation. Natürlich steckt in meinem Supra auch BMW-Technik drin. Jetzt nicht zu leugnen. Was auch nicht schlechtes ist, finde ich. Und ist auch super. Zwei so tolle Hersteller, die miteinander arbeiten. Ich finde es gut. Wenn was Schönes bei rauskommt, kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Aber ich finde es cool, dass was gemacht wird. So. Okay, also Top Speed scheint nicht ganz so krass zu sein. Also im Verhältnis, ne? Ich meine, der Lamm ist die Kiste auf keinen Fall. Komm rum. So, sieht nicht ganz so gut aus. Ich glaube, ich so gleich Kundschaft von hinten, obwohl. Ja, die kommen mit, aber. Ich glaube, die ziehen mich jetzt nicht ab. Also ungefähr gleich. Gott. Ich verkacke hier die Kurve. Und sowas von. Ja, scheint wohl dann so ein dritter Platz zu werden. Aber mal gucken. Da vorne sind noch, ich sag mal, in Reichweite. Wenn einer von denen noch einen größeren Fehler baut, dann bin ich definitiv wieder dran. So. Ja, Bremsen war diesmal schon besser.
fangen, glaube ich, bin jetzt die Kurve ein bisschen rangekommen. Ja, glaube ich doch. Ob es reicht? Ah, schwierig. Okay. Ne. Oder? Oh! Oh! Hallo, TT! Tschüss! Meine dreckige Lache, Alter. Wie so eine Hexe. Oh, das finde ich aber ganz gut eigentlich. Also, dort fällt aber nicht mit Absicht, wirklich nicht. Vor dem Auto jetzt nicht bewusst hinten reinfahren, um ihn abzudrängen. Das hat doch gereicht. Geil. Das gefällt mir. Sorry, TT. Sehr, sehr geil. Doch nicht ganz so blamiert. Ein bisschen Einfluss. Und ja, mein zweiter Stern ist sehr nahe. Nur noch 9 Level. Dann bin ich Prestige 2. Also ich denke, Prestige 3 schaffe ich nicht mehr. Dann ja nochmal 400 Level obendrauf. Ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Muss ich auch nicht. Ich komme auch ganz gut ohne aus. Ja, ein wirklich, wirklich geiles Auto. Diese Straßenbahn. Warum auch immer dieses schnell um die Kurve fährt. Die armen Fahrgäste. Ich finde ein sehr cooles Auto. Schön, dass er im Spiel ist. Finde ich sehr gut. Wieder ein schöner neuer BMW. Werden sich, denke ich, auch viele andere freuen. Also wirklich, wirklich cool. Gefällt mir sehr gut, das Auto fährt sich auch ziemlich gut. Und auch relativ einfach zu bekommen. Also ich meine, 50% in der Season zu bekommen, das ist jetzt nicht so schwer. Ich kann nochmal raufgehen. Ich glaube, allein der wöchentliche Vorzulernen, also der hier bringt, glaube ich, allein schon fast 20%. Dann jeder PR-Stand hier 6%, dann vielleicht noch eine Meisterschaft machen. Ich habe ja noch, guck mal, ich habe ja noch richtig viel offen, was ich nicht gemacht habe. Ich habe jetzt 54%. Den Wagen hatte ich auch schon direkt am Donnerstag. Oder gestern? Weiß gar nicht. Ich habe den Vorzulernen gemacht, einen PR-Stand, eine Meisterschaft und die beiden Sachen hatte ich eh schon. Muss man ja eh nur einmal in der Season machen. Das Online-Abenteuer und den Monatsrivalen. Das ist nicht viel. Das ist nicht mal in 2 Stunden geschafft. Ja, locker. Deswegen eigentlich kein Problem. Tolles Auto. Gefällt mir. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.